Ja, wir sind natürlich froh, dass wir heute hier gewonnen haben. Wir wussten, dass der 1. FC Köln spielerisch eine starke Mannschaft ist. Meine Mannschaft hat aufopferungsvoll dagegen gehalten, hat einen großen Kampf geliefert und hat sich am Ende damit belohnt, auch für den großen Kampf, den sie geliefert haben. Köln hatte sicherlich die eine oder andere Einschussmöglichkeit, brauchen wir nicht drüber sprechen. Cibola hat heute überragend gehalten und hat uns den Sieg dann auch festgehalten. Großes Kompliment an die Mannschaft, jetzt dürfen sie sich freuen, einen Tag. Und dann am Ostermontag geht schon im Training weiter und am Dienstag wartet auf uns hier die super schwere Aufgabe gegen Sportfreunde Siegen. Und ja, wir werden weiter versuchen, die Punkte zu sammeln und am Ende sehen wir dann, wie viel wir haben. Dankeschön.